Heute beim elektrischen Reporter: Cyberchondrie, Neuland und Obdachlose. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Cyberchondrie, das ist die verschärfte Internetvariante der Krankheiteneinbildung, beginnt im Normalfall mit dem Googlen nach Symptomen und endet mit der festen Überzeugung des baldigen eigenen Ablebens. Das Netz ist voller sinnvoller und sinnloser Bescheidwisser-Angebote zu Krankheiten aller Art, und um den Umgang damit geht es in unserem ersten Beitrag. Auf jede Frage kennt das Internet tausende Antworten. Und nicht immer ist es leicht, aus diesem Wirrwarr auch die richtige Information herauszufiltern. Vor allem, wenn es um so ernste Dinge wie die eigene Gesundheit geht, wie Anja Stagge aus Hamburg erfahren muss. Als sie die Diagnose Non-Hodgkin-Lymphom erhält, fühlt sie sich völlig verloren. Sie möchte mehr über diese Krankheit erfahren, die ihr Lymphsystem befallen hat. Aber das Netz mit seinen zahlreichen Erfahrungsberichten und Ferndiagnosen überfordert sogar die gelernte Krankenschwester. Ich habe recherchiert und mir ist halt eigentlich eher schlechter geworden, ne? Weil ich diese Information dann ab diesem Moment, ich konnte die auch gar nicht wirklich einordnen. Was ich dort gelesen habe, dann stehen dort Studienergebnisse, dann stehen dort Prognosen. Und das war überhaupt nicht zu erfassen in diesem Moment. Und Anja Stagge ist kein Einzelfall. Mehr als die Hälfte aller Deutschen googelt ihre Symptome. Entweder vor, nach oder sogar anstelle eines Arztbesuchs. Die fatale Folge: Cyberchondrie. Eine neue Angst, an Krankheiten zu leiden. Befeuert durch die Möglichkeiten des Internet. Das behaupten jedenfalls amerikanische Ärzte 2007. Der Psychiater Matthias Nagel merkt davon allerdings wenig. Weder hat die Zahl der Hypochonder auf seiner Station zugenommen, noch kommt für ihn das Netz als Auslöser einer sogenannten Somatoform-Störung ernsthaft in Betracht. Betroffene suchen im Netz vielmehr nach Beruhigung, nach Hinweisen zum Beispiel darauf, dass hinter dem stechenden Kopfschmerz eben kein Tumor, sondern nur eine Verspannung steckt. Schwierig wird es dann für einen Betroffenen, wenn er es nicht mehr schafft, das Internet auszustellen und die Unsicherheit über seine körperlichen Erkrankungen ihn überwältigen, weil er ständig immer wieder nachschauen muss, ob er krank oder gesund ist, um sich zu vergewissern. Und dann hat der Patient natürlich ein großes Problem, auch mit dem Internet. Aber auch Internet-User ohne Hang zur Hypochondrie müssen lernen, mit dem Informationsangebot im Netz kritisch umzugehen. Denn auch zu Gesundheitsthemen gibt es nicht nur seriöse Anbieter. Ob hinter dem Portal ein Forschungszentrum, ein Pharmakonzern oder ein selbsternannter Schamane steckt, ist nicht immer sofort zu erkennen. Und wer auf Patientenforen Erfahrungsberichte liest, sollte sich darüber im Klaren sein: Jemand, der schwere Komplikationen erleben musste, der hat ein größeres Bedürfnis, über diese Erfahrung zu sprechen, als jemand, bei dem die gleiche OP problemlos verlief. Fakt ist aber, viele Menschen wünschen sich eine individuelle Gesundheitsberatung übers Netz. Und hier knüpft die Plattform Was habe ich an? Über die Seite von Anja Bittner und ihren Kollegen können Patienten kryptische Befunde einsenden und sich diese übersetzen lassen. Das Ziel von Was habe ich ist, Arzt und Patient auf Augenhöhe zu bringen. Wir wollen Ärzten beibringen, wie man leicht verständlich Informationen vermittelt, und wir wollen Patienten helfen, ihre Erkrankung zu verstehen und dann eben gemeinsam mit dem Arzt auch zu entscheiden, wie es mit der Therapie weitergehen soll. Bei Was habe ich übertragen Medizinstudenten jede Woche etwa 150 Befunde in Alltagssprache. So erfahren Patienten, was ihnen wirklich fehlt, und angehende Ärzte üben schon während des Studiums, sich verständlich auszudrücken. Nicht zuletzt für eine neue Patientengeneration, die sich nicht mit Fachchinesisch im Behandlungszimmer abspeisen lässt. Der Patient ist mündiger geworden, er kann sich im Internet informieren und möchte dann natürlich auch entsprechend aufgeklärt werden und fordert sich eben verständliche Informationen und Gedanken vom Arzt ein. Und das muss der Arzt am Ende auch bedienen können. Auch Anja Stagge findet letztendlich Unterstützung im Netz. In ihrem Fall eine Patientengruppe auf Facebook. Heute wünscht sie sich vor allem eines: mehr Transparenz. Daran arbeitet sie als Beraterin im Gesundheitswesen aktiv mit. Denn sie weiß,
Das Netz hat nicht nur die Patienten selbstbewusster gemacht. Es ist vor allem auch eine Herausforderung für Krankenhäuser, Ärzte und Krankenkassen, sich auf diese neue Patientengeneration einzulassen. Kommen wir nun von den Krankheiten zur Kultur. In den Feuilletons der Papierzeitungen pflegt man bisweilen eine Freude an der eigenen Internetskepsis. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Theresia Enzensberger, ich bin Journalistin. Ich habe vor ungefähr 2 Jahren ein Magazin gegründet, das heißt Blogmagazin. Auf Twitter heiße ich Enzensberger-T. Wenn ich tweete, dann tweete ich eigentlich, wenn ich es gar nicht mehr aushalte. Ich habe immer das Gefühl, im Feuilleton nähert man sich dem Internet, als wäre es eben irgendwie ein exotisches, neues Land. Aber das Netzwerk besteht auch aus Menschen. Deswegen ist das eigentlich nur eine Erweiterung unserer analogen Welt oder so. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Zeitungsbranche einfach sich sehr geärgert hat über sich selber, weil es gab eben diesen Moment, wo alle gemerkt haben, scheiße, wir sind zu spät auf den Zug aufgesprungen, wir haben das irgendwie nicht ernst genommen. Ich habe ja dieses Magazin auch ein bisschen aus so einer Frustration heraus gegründet, um zu zeigen, hör zu, man kann auch ein Magazin machen, wo man sich sehr dieser sozialen Medien bedient, wo man sich so Mechanismen bedient wie diesem Crowdfunding, also so Möglichkeiten, und das aber trotzdem Print ist. Wir finanzieren uns übers Internet, das heißt, ohne das Internet wird es uns nicht geben. Auf der anderen Seite könnte man wahrscheinlich auch sagen, ohne das Internet hätten wir vielleicht nicht so große Probleme gehabt, einen Verlag zu finden, der noch Print machen will. Es gibt ja verschiedene Eigenschaften, die das Digitale und das Print unterscheiden. Mir war es eben wichtig, in dem Fall mich irgendwie darauf zu besinnen, was kann Print leisten, im Gegensatz zum Internet. Und im Internet passiert halt viel Meinung, es geht schnell. Wenn man bloggt, dann muss man auch irgendwie, und irgendwie Klickzahlen will, dann muss man halt hinterher sein, dass man die Sachen über die Sachen schreibt, über die sich gerade alle unterhalten. Wenn man Print macht, hat man den Vor- oder Nachteil, dass man eben ein bisschen langsamer ist. Und ich habe immer nicht verstanden, warum Magazine, die doch eigentlich eben auch in einem langsameren Rhythmus erscheinen, sich so dranhängen wollen an diese tagesaktuellen Gespräche. Und habe dann gedacht, es wäre doch eigentlich schön, wenn man eben ein Magazin macht, das sich sozusagen entkoppelt davon. Wenn es langsamer geht und wenn man sich ein bisschen besinnen kann, dann wollen die Leute das auch lesen. Also die tiefe Analyse, wo viel Arbeit drin steckt, wo sich jemand Zeit gelassen hat, das ist, glaube ich, das kommt schon an. Also das verkauft sich auch noch, keine Ahnung, wie lange noch. Obdachlose haben jeden Tag mit vielerlei unterschiedlichsten Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch ihr Zugang zum Internet ist nicht leicht. Doch es gibt sie, Obdachlose im Netz, wie unser nächster Beitrag zeigt. Der Gartenhof ist eine Biogärtnerei im hessischen Bad Nauheim. Hier zwischen Rosenstöcken und Kräuterbeeten lebt Max Bryan. Doch der Blogger kennt auch andere Zeiten. 2010 verliert er seine Hamburger Wohnung und landet auf der Straße. 1,5 Jahre macht er Platte, schläft draußen. Dann startet er eine Radtour durch Deutschland, um endlich eine Wohnung zu finden. Unterwegs filmt und fotografiert er seine Erlebnisse und stellt sie via Facebook ins Netz. Als Online-Tagebuch eines Wohnungslosen. Übers Netz kommt Bryan, der es gewohnt war, gemieden zu werden, plötzlich wieder mit Menschen ins Gespräch. Der Zuspruch von den Leuten, die kamen, das war halt auch immer wie so ein Motor. Also wenn man jetzt quasi ein Feedback kriegt, also einen Kommentar kriegt, wo dann drin steht, ja, hast du toll gemacht, schöne Bilder und so. Ja, für mich war das immer so ein Motivationsfaktor, es noch besser zu machen, ja. Das Internet verbindet eben nicht nur Menschen mit festem Wohnsitz. Und für Obdachlose, die ohnehin nur schwer Kontakte pflegen können, ist freier Zugang zum Netz umso wichtiger. Das beobachtet Sozialarbeiter Stefan Karrenbauer am frei zugänglichen PC-Arbeitsplatz des Straßenmagazins Hinz und Kunst beinahe jeden Tag. Das sieht man, dass der eigentlich immer genutzt wird. Sogar zum Ende des Monats, wenn ja relativ wenig los ist, ist der PC-Platz eigentlich immer in Betrieb. Und ich sehe eben halt auch, dass daran gearbeitet wird. Also die schreiben eben halt auch Bewerbungen im Internet. Denn auch wer keine Adresse und Telefonnummer hat, der ist über Facebook oder per E-Mail für potenzielle Vermieter und Arbeitgeber trotzdem erreichbar.
Auch Behördenangelegenheiten lassen sich leichter online organisieren. Trotzdem stehen in Wärmestuben und anderen Anlaufstellen für Obdachlose nur wenige und meistens veraltete Computer. Das Angebot reicht bei weitem nicht aus. Manche jüngere Obdachlose wie Tobias Tietze besitzen deshalb selbst Laptop und Smartphone, oft noch aus der Zeit mit fester Adresse. Die Suche nach freiem WLAN stellt ihn aber vor neue Probleme. Denn in öffentlichen Bibliotheken kommt er mit Rucksack und Isomatte nicht rein. Und das WLAN in Cafés ist meistens nur für zahlende Kunden gedacht. Hier in der ganzen Hamburger Innenstadt gibt es 4 Stellen, wo wir Obdachlose Internet nutzen können, ohne dass man uns anmeckert oder wegschickt oder sagt, was wollt ihr denn hier? Und das ist wirklich zu wenig. Tietze ist ein begeisterter Gamer und spart sein knappes Geld für Technik. Sogar einen eigenen Stromgenerator besitzt er. Bei Regen wickelt er alles in Mülltüten. So kann Tietze beinahe immer online gehen, auch wenn er dabei unter der Brücke sitzt. Ich glaube, wir hatten -4 Grad, Regen und ich bin unter dieser Brücke angekommen, klitschnass. Und ich habe gegrinst, weil ich wusste, jetzt kann ich mich gleich hinsetzen und daddeln. Es war Wohlfühleffekt im absoluten Scheißsein. Aber das Netz gibt ihm sogar noch mehr als eine Auszeit vom harten Alltag auf der Straße. Denn ständig mustern Passanten Obdachlose. Mit einem Blick fällen viele ihr negatives Urteil über den Menschen unter der Brücke. Im Netz aber kann Tietze selbst bestimmen, was und wie viel er von sich und seinen Lebensumständen preisgeben will. Und so kann er online wenigstens kurzzeitig das Stigma der Obdachlosigkeit hinter sich lassen. Man wird verachtet, wenn man auf der Straße ist. Du wirst schräg angeguckt, es werden Vorurteile gehabt, es wird erstmal gesagt, du wirst nicht gearbeitet, man geht nicht arbeiten oder der nimmt doch Drogen oder der nimmt Sonstiges. Das habe ich im Internet alles nicht. Die Leute sehen mich nicht, die Leute sehen nur das Profil, was ich jetzt habe und auf das lassen sie sich erstmal ein. Auch Max Bryan findet schließlich Menschen, die keine Vorurteile gegen Obdachlose haben. Seine Radtour endet auf dem Gartenhof. Die Betreiberin nimmt ihn auf und schnell ist klar, was Bryan auf seiner Tour gelernt hat, bloggen, fotografieren, filmen, das kann auch für den Gartenhof nützlich sein. Und so arbeitet Bryan heute an einer Chronik über die Geschichte des traditionsreichen Anwesens. Außerdem hat er die Idee, zukünftig Workshops für Obdachlose anzubieten und sie fürs Internet zu begeistern, um dort mit Klischees über Menschen auf der Straße aufzuräumen. So wie er. Also ich hatte die Hoffnung, mit dem, wenn ich das blogge und die Geschichte einfach erzähle, dass die Leute auch einen anderen Blick für die Obdachlosen kriegen, dass sie sehen, nicht jeder, der obdachlos ist, muss auch als solcher zu erkennen sein. Die Geschichte von Bryan zeigt, das Internet kann eine Chance für Obdachlose sein, ihre Mitmenschen auf sich aufmerksam zu machen. Es kann zum Hinschauen und Helfen bewegen. Gleichzeitig bietet es, wenn nötig, den Schutz der Anonymität. Darüber hinaus schätzen Obdachlose das Netz aber aus denselben Gründen wie alle anderen Menschen auch. Und nutzen es vor allem als Kommunikationsmedium, Informationsquelle und Zeitvertreib. Und genauso selbstverständlich wie die Nachfrage obdachloser Menschen nach Zugang zum Netz ist, genauso selbstverständlich sollte auch das Angebot für diese Bevölkerungsgruppe sein. Wahrheit ist immer obdachlos, sagt ein dänisches Sprichwort. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.